Das könnte natürlich der nächste. Ich bin jetzt mit dem G1 hier nach Stadtgrenze gefahren, weil ich jetzt. Der kam irgendwie nicht um 11.04 Uhr. Der um 11.09 Uhr war auch ein G1, den ich gerade genommen habe. Ich habe jetzt ein bisschen mein Programm geändert und bin jetzt mit dem G1 zur Stadtgrenze. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen und muss feststellen, dass sie ganz anders aussieht, als ich es in Erinnerung habe. Man sieht direkt auf die Eisenbahn, wo gerade ein Kesselwagenzug fährt. Und ich hatte eigentlich, dass sie anders sind. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass hier grün ist. Ein bisschen grün ist so. Aber naja, dafür hat man jetzt theoretisch U-Bahn und Eisenbahn auf einem Bild. Ich hoffe jetzt mal, dass gleich ein DT1 kommt. Richtung Langwasser Süd fährt auf Gleis 2 ein. Wurde als erste Bauvorleistung für die U-Bahn die Hochbahnstrecke zwischen Oldenburg und Stadtgrenze gebaut. Die Frage ist, das ist eine Sonderfahrt. Der Planzug kommt in 2 Minuten Richtung Langwasser in 2 Minuten. Oder der steht schon am nächsten Bahnhof. Zurücktreten bitte, Vorsicht. Nächster Halt, Weißer Turm. Im Jahr 1978 erreichte die U1 die Altstadt, was zu einem Fahrgastbuch führte. Während der Bauarbeiten stand der Weiße Turm auf Stellen. So, für eine Fahrgäste noch eine Information an alle. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben gerade entschieden, dass wir am Langwasser Nord müssten. Alle bitte den Zug verlassen. Langwasser Nord bitte alle aussteigen. Und ich kuppel dann am Scharfreiter Ring auf den anderen Kurzzug auf. Und wir machen dann nochmal eine Spaßfahrt mit dem kompletten Langzug dann Richtung Fürth. Also die Fahrgäste, die von nochmal mitfahren wollen mit dem Langzug DD1, müssten bitte in Langwasser Nord aussteigen, aufs Gegengleis auf mich warten und ich komme dann mit dem langen Zug nochmal und wir fahren nochmal nach Fürth und wieder zurück. Spontan an der Haltestelle Messe ausgestiegen, weil ich heute, wenn ich eh schon mal im Süden von Nürnberg bin, wo ich selten bin hier, kann ich heute die letzten Stationen noch besuchen, wo ich noch nicht war. Das heißt, Messe war ich tatsächlich noch nie mit der U-Bahn und habe jetzt gedacht, wenn wir immer bis Langwasser Nord fahren, Langwasser Nord war ich ja schon, steige ich Messe aus, kann auch hier versuchen, das aufzunehmen. Ich gehe jetzt ganz schnell an eine Fotostelle, wo man die U-Bahn hier gut in dieser scharfen Kurve filmen kann. Und danach werde ich mit dem Langzug bis Maffeiplatz fahren. Da war ich mich auch noch nie.
das ist auch ein ungewöhnlicher Anblick. Der Weg war jetzt echt kürzer als gedacht. Da ist schon die Haltestelle Süd. Ich bin jetzt am Hasenbogen. Das heißt, ich habe jetzt. Ich habe jetzt alle Stationen der Nürnberger U-Bahn mindestens einmal besucht. Der kommt erst in einer Viertelstunde. Das ist jetzt halt auch die Frage, was macht man im Hasenburg eine Viertelstunde so? Luna hören. Das mache ich jetzt. Wir fahren damit jetzt bis Frankenstraße. Frankenstraße war ich das letzte Mal bei einem besonders schönen Treffen. Oder wenn ich zum Volksfest fahre. Einmal bin ich auch Frankenstraße gestiegen. Einmal war ich hier und zwar an der Straßenhaltestelle, als ich mein Video über die Straßenbahnlinie D gemacht habe. Wieder nicht.